Maria Köstlinger und Jürgen Maurer in Gemeinsam am Besten. Morgen. Guten Morgen. Es ist doch ein guter Morgen. Also, Valentinstag ist nicht, der war schon. Dein Geburtstag ist es auch nicht. Den von der Katze haben wir gerade vor 2 Wochen gefeiert. Das gibt's jetzt nicht. Warte, ich hab's gleich, Momentan. Es ist... Heute noch oder muss ich auf die nächste Kichererbsenernte warten? Na, hilf mir. Das bist du. Hm? Du bist schön. Ja, du bist sexy. Du bist... bitte. Was ist das? Hummus? Weiter. Super Hummus, der beste Hummus von der Welt, Daily Dip. Was ist er? Gesund, ballaststoffreich, großartig, schmackhaft, Premium-Zutaten. Ja! Premiere. Du hast heute Filmpremiere. Genau. Und ich wollte dich eigentlich was bitten. Sag nichts. Ich werde dich verwöhnen. Ich werde dich bekochen. Ich werde dich massieren. Ich werde dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Karotte. Ich werde dich mit Karotte füttern. Und ich wollte dich was bitten. Heute Abend rechtzeitig fertig zu werden. Genau. Na, jetzt kannst du mich verwöhnen. Massage. Yes. Naja, gut, das mit der Filmpremiere hätte ich wissen müssen. Also, spätestens damit. Was soll das sein? Baba Papa? Na, schöne Frauen, roter Teppich, Filmpremiere. Naja. Na, okay. Aber spätestens damit. Das stimmt. Daily Dip, Premium, Premiere. Sehr verehrte Festgäste. Okay, das ist ja totaler Blödsinn, das ist ja gar kein Fest. Liebe Anwesenden. Und außerdem sind bei einer Premiere zwar alle anwesend, die Hälfte ist aber total abwesend. Total. Du weißt du was, Jürgen, ich sage einfach nichts. Nichts? Also, ich meine, natürlich sage ich etwas. Hast du doch? Nein, nix. Wie jetzt? Ja, also ich sag nichts von diesem ganzen Blablabla, ja, sondern ich sage etwas ganz Emotionales. Okay. Und zwar, so, also... Wunderbar. Es ist so wunderbar, hier zu sein. Wunderbar. Ich bin ganz gerührt. Ja. Ich auch. Und es ist mir ein wirklich wichtiger Film. Also keine Berieselung. Ups. Es ist etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, so könnte man das auch sagen. Na, das ist auch nichts. Das ist wirklich nichts. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, danke. Wieso danke? Du machst doch einfach wie der Clark Gable, wie der seinen Oscar gekriegt hat, hat er nur ein einziges Wort gesagt, nämlich Danke. Danke, Jürgen. Und wie ich sehe, hast du gekocht.
Etwas Leichtes, das viel Power gibt. Danke. Zur Ansprache bei einer Filmpremiere, da habe ich echt einen Bammel davor. Also kochen für die Maria, da habe ich einen echten Bammel davor. Weniger ist oft mehr. Ja, viel mehr. Deshalb sage ich auf der Bühne nur ein Wort. Danke. Na geh. Na geh. Noch 45 Minuten, dann müssen wir los. Zweite Halbzeit. Na, da bin ich aber gespannt, ob sich das noch ausgeht. Das ist total spannend. Herr Jürgen! Was ist denn? Ich bin doch so gut wie fertig. Ma, du machst mich manchmal fertig. Oh, fieses Faul. Rot oder weiß? Rot, weiß, rot natürlich. Na, dann nehme ich halt das Schwarze. Super. Erst. Noch 3 Minuten. Mist, Nachspielzeit. Geh mal. Wow. Ja, okay. Geh mal. Geh mal, Burschen. Na los, geh mal. Aus, vorbei, Schlusspfiff. Ich glaube, das wird kein Auswärtsspiel. Sondern ein Heimspiel. Gemeinsam ist am besten, oder? Ja. Du bist der Beste. Und was? Ja? Ja? Ganz schlecht gespielt. Maria, ich liebe dich. Wir wollten doch jetzt nichts mehr sagen. Echt? Er muss immer das letzte Wort haben. Und jetzt hat ganz sicher sie das letzte Wort. Jürgen, ich liebe dich.